Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Sorbet Republic hier auf Steelgames Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe einen relativ langen Kommentar erhalten, so lang, dass ich den Namen gerade gar nicht lesen kann, vom Technik Freak unter der Folge 196, wenn ich das Thumbnail richtig erkenne. Gut, also, aber das erstmal recht herzlichen Dank für diesen sehr, sehr, sehr ausführlichen Beitrag und für den, für die Erläuterung so mancher kleiner Probleme, die ich habe. So, und zwar haben wir ja, oh Gott, da steht das Kraftwerk aber selten beschissen für. Na gut, okay. Ja, das steht da richtig beschissen für. Da kommen wir im Leben nicht dran. Also das Kraftwerk können wir so nicht benutzen. Egal, oder müssen wir es so weiter benutzen, aber so nicht beliefern. Und zwar wurde gesagt, Menschenskind, seine Belieferung mit Kohle in Richtung des Stahlwerks ist ja schon mal eine gute Idee. Aber besser wäre, oder auch richtig gut ist es, wenn man sozusagen dieses Kohlewerk hier jetzt noch, oder dieses Kohlekraftwerk so beliefern würde. Das Problem ist, es hat keinen direkten Zuganschluss. Also wir können nicht direkt mit dem Zug hier dran. Und die Eingänge für die Förderbänder sind hier. Das heißt, selbst wenn ich hier jetzt noch einen Förderbandturm davor gebaut kriegen würde, ich habe das so dicht an die Kante gestellt, dass ich hier mit dem Förderband im Leben nicht drankommen könnte. Ich könnte hier oben noch ein Lager hinbauen und das Lager vollfahren und ähnliches und dann das von da aus betreiben. Aber gut, das wird so nicht funktionieren. Da müssen wir dann das Kraftwerk mal umdrehen oder anders bauen oder ein zweites Kraftwerk bauen, welches wir dann hier oben wahrscheinlich direkt an die Kohleproduktion anschließen können. Weiß gar nicht, ob ich aus diesem Beladen, ach, das habe ich jetzt auch so nah dran gebaut, dass ich ihn krank. Na gut, wir könnten das Kraftwerk, wir könnten die Station ja wegmachen und könnten das Kraftwerk hier auf die Seite stellen. So, gut, also das erstmal im Groben und Ganzen zu der Kraftwerksituation Kohleverteilung. Das ist jetzt sozusagen der zweite Punkt. Der erste Punkt ist Stromausfall. Und zwar habe ich ja fleißig drauf geguckt, wie viel Strom geht denn hier über diese Knotenpunkte und was können diese Knotenpunkte denn hier überhaupt? Alles kein Problem, die Knotenpunkte, die sind mehr als ausreichend für das, was ich machen will. Aber wir haben ein anderes Problem. Und zwar, und das habe ich nicht bedacht, diese Leitung hier, die können ja maximal nur 2,35 Megawatt übertragen. Das heißt, wenn jetzt hier an diesem Punkt, wo ist er denn, hier irgendwo drin? Nehmen wir den hier einfach. Wenn hier mehr als 2,35 Megawatt drüber laufen, dann ist hier diese Leitung überlastet. Und deswegen gibt es, wie so schön geschrieben, das gratis Disco-Feeling für die Bewohner. Und das ist das Problem, was wir da haben. Das heißt, wir müssen mehr Leitungen legen oder dickere Leitungen legen. Dickere Leitungen kann ich nicht legen, also kann ich nur mehr Leitungen legen. Oder ich muss halt eben die ganz dicke Leitung, die Hochspannungsmasten, diese Leitung hier, die jetzt 16 Megawatt kann, 18 Megawatt, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, welche davon ich hier gebaut habe hier. Sieht aber ganz gut aus, sieht aus wie die hier, ne, oder? Kann ich jetzt mal irgendwo sehen, was ich da gebaut habe? Kann ich die irgendwie angehen, hier die Leitung? Ich glaube nicht, ne, aber... Naja, auf jeden Fall habe ich hier auf jeden Fall die Leitung, die müsste relativ dick sein hier, was da angeschlossen ist. Aber gut, jedenfalls gibt es dort quasi genau die Probleme. Und ja, das muss, das ist natürlich schade, weil ich krieg das garantiert nicht verändert, so auf die Schnelle. Also dann müssen wir wirklich ein Stromnetz aufbauen. Also wie gesagt, guck mal, hier hängt ja ziemlich viel von hier ab und dann hängt hier ziemlich viel dran und naja gut, die Industrie dazu. Aber die Industrie, die könnte ich noch unterstützen, also da habe ich ja hier einen und dann könnte ich ja theoretisch durchaus nochmal von diesem Verteiler quasi das anschließen und dann hier nochmal rüber gehen und hier nochmal einen Verteiler machen, dass dann der Strom da drüber geht. Aber wie gesagt, also hier, das ist natürlich auch eine Leitung, ne? Da gehen 2,3 Megawatt drüber. Oder das ist eine dicke Leitung, oder? Hier ist auch eine dünne Leitung, eine Medium-Leitung. Ja, also da haben wir noch einiges zu tun. Also bis zu diesem Trafohäuschen geht alles wunderbar, aber von diesem Trafohäuschen weg haben wir, sagen wir mal, nicht optimal gebaut und deswegen gibt es diese Stromausfälle. Da müssen wir nochmal scharf drüber nachdenken. Vielleicht muss ich dann auch nochmal die Trasse hier hinten aufspalten. Und dann von hier aus nochmal irgendwo, eigentlich könnte ich von dem aus hier nochmal eine Leitung hier reinlegen,
damit denn hier hinten nochmal irgendwo Strom ankommt. Von einer anderen Leitung, die nicht quasi hier um diesen Kreis geht. Aber das war, glaube ich, auch ganz am Anfang. Hat es schon mal jemand drunter geschrieben, dass ich eben mein Stromleitungssystem, so wie ich es baue, irgendwann richtig Schwierigkeiten bekomme. So, das weiß ich noch, dass, da kann ich mich daran erinnern, wo ich gesagt habe, so ja, werden wir erstmal sehen, so nach dem Motto, ne? Gut, dann kommen wir zum Thema Bauen und da wurde mir vorgeschlagen, was aus dem Workshop zu nehmen, damit ich nicht so viele kleine habe, sondern sozusagen einen großen im Workshop gibt es ein großes Bauunternehmen, welches dann für mich sozusagen die Bauarbeiten übernehmen könnte und ich dann das nutzen könnte und einbauen könnte. Ich habe eigentlich, sagen wir mal, zu diesem Spielstand hier vor, das wirklich Vanilla zu spielen, so wie das Spiel mir das quasi vorgibt, was ich denn dann nutzen kann. Kann ja sein, dass da noch was dazu kommt, auch vom Hersteller oder so. Und das wollte ich dann eigentlich mal testen und das wollte ich dann halt eben nicht mit Mods erst, so nicht versauen, will ich jetzt nicht sagen, aber halt, ja, infiltrieren. Kann man infiltrieren sagen oder verbessern? Na, ihr wisst schon, was ich meine hoffentlich. Also jedenfalls wollte ich das dann erstmal so im Vanilla soweit spielen und wie gesagt, wenn wir 1981 erreicht haben, das ist mein Geburtsjahr, dann denke ich mir mal, bis dahin werde ich mir was überlegt haben mit der Karte, beziehungsweise dass wir dann eine neue Karte nehmen. Weil, ich sag mal, das ist zu verbaut hier, da sind so viele Anfängerfehler drin, die jetzt in dieser Karte drin stecken, die in diesem ganzen System drin stecken, wie ich das gebaut habe, was dann immer wieder zu Problemen führen wird an allen Ecken und Enden. So schade wie es ist, aber es ist halt wirklich so, dass ich dann, wenn ich das jetzt wirklich neu anfangen würde, würde ich das durchaus anders beginnen. Ich würde zwar auch mit dem Strom beginnen am Kanten und dann den Bahnhof hinbauen und sowas alles, dass man das dann davon da alles kriegt. Aber wie gesagt, es gibt tausend andere Sachen, die ich dann besser machen würde. Ich würde zum Beispiel auch dieses ganze flach machen oder dieses Flatten Earth Prinzip. Ja, also ich glaube, ja, das würde ich auch anders machen, dass man dann halt die Erde ein bisschen gerade kriegt. Und da sind wir beim nächsten Thema, beim Terraforming. Ich springe ein bisschen im Kommentar hin und her. Also, ich habe jetzt Chemikalien jetzt bewusst ausgelassen, weil da kommen wir gleich noch zu. Das Terraforming. Da gibt es durchaus die Möglichkeit, das im Editor so zu machen. Also, man kann die Karte quasi in den Editor rein Modus begeben und das dann im Editor-Modus quasi flach machen. Ja. Aber nein, ich hätte ganz gerne, also ja, ist komplett richtig, aber ich hätte ganz gerne wirklich vom Spiel die Möglichkeit gegeben, dass man sagen kann, trage mir diesen Bereich ab und ebne mir das ein, lass da von mir aus 10.000 Arbeitskräfte drauflaufen und lass das 25.000 von diesen blöden Bulldozern kosten oder sonst irgendwas dergleichen. Aber diese Möglichkeit hätte ich gerne. Haben wir jetzt nicht, deswegen gibt es natürlich die Umgebungsmöglichkeit, aber solange das, würde ich auch das jetzt hier erstmal von Hand einebnen. Auch das würde ich jetzt hier von Hand einebnen, wenn ich dann sagen würde, hier kann man nochmal so ein Verteilerhäuschen bauen, dass ich hier oben ein Kraftwerk habe, was direkt von hier die Kohle kriegt. Na? Und dann hier oben dann das Kraftwerk quasi den Strom herstellt und wir das dann hier unten dann wirklich nutzen können, um zu verkaufen. Im Übrigen macht es dann natürlich auch keinen Sinn, weniger zu verkaufen, weil ich habe hier nicht das Kapazitätsproblem, sondern ich habe wirklich das Leitungs-, also ein Kapazitätsproblem habe ich schon, aber eher ein Leitungskapazitätsproblem. Und kein Kraftwerk stellt zu wenig Strom her, auch wenn das natürlich jetzt schon sehr, sehr, sehr stark hier in Mitleidenschaft gezogen wird. Also wenn da immer 18 Megawatt weggehen hier von, was kann das maximal herstellen? Ja, also Megawattstunden, achso, das ist wieder Megawattstunden. Das ist ja wieder nicht das gleiche, ne? Na gut, 7 Megawatt, also ich gehe wirklich 7 Megawatt über die Leitung, ne? Geht fast gar nichts drüber und dann haben wir hier 2 Megawatt. Wir gehen hier 1,9 gehen hier drüber. Ich glaube hier der Knotenpunkt, der ist so 1,4 am Tage schon. Ja, ja. Also hier gehen 1,4 Megawatt dann über diesen Knotenpunkt. Was dann noch diesen Knotenpunkt hier genauso betrifft. Ne? Also da ist dann hier ist ordentlich Strom. Abnahme da. Also das muss man unbedingt. Vielleicht muss ich hier auch einfach nur mit einer dicken Leitung nochmal reingehen, dass ich denn hier dann doch nochmal einen großen Schalter dazwischen baue. Hier komme ich ja mit der großen Leitung sogar noch an. Dass ich hier einen großen Schalter dazwischen baue und hier nochmal eine große Leitung reinziehe und hier nochmal ein Umspannwerk mache.
Das sollte zumindest für diesen Gebiet, für dieses Gebiet die Stromversorgung verbessern. Das könnte man natürlich bei Gelegenheit machen. Gut, bei den Chemikalien, und da wird es jetzt wirklich kompliziert. Also das musste ich mir zweimal durchlesen, ehe ich das einmal verstanden habe. Entschuldigung dafür, manchmal bin ich halt langsam. Aber grob gesagt ist, erstmal Exporte ausmachen. Chemikalien zentral in einem Lager sammeln. Muss nicht mal zwingend, also da würde ich dann sagen, das muss nicht mal zwingend über so ein Büro stattfinden. Dann ein Verteilungsbüro machen, ein kleines, welches die Chemie verteilt. Und dann ein weiteres Büro quasi anbauen oder ein weiteres, wie heißen die Dinger, Distribution-Büro hier, Distribution Office, also Verteilungszentrum, Verteilungsbüro, ein weiteres sozusagen erschaffen, welches dann nur für den Export der Ware zuständig ist. Das klingt jetzt erstmal, sagen wir mal, nicht. Klingt aufwendig, ja, aber klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm, dass man das sogar machen könnte. Also ich könnte dieses große hier eigentlich, könnte ich da schon wieder mittlere Dinge draus machen. So. Und ja, also die Idee mit meinem Zug jetzt hier in dieses Kraftwerk reinzugehen, also da müssen wir sowieso hier irgendwo dran. Also ich muss hier auch so durch und vielleicht hier so eine Verknüpfung legen, damit wir hier so durchkommen überall. Damit der Kohletransport dann stattfinden kann dorthin. Da können wir natürlich dann hier oben etliche Sachen auch abreißen. Und das bringt natürlich auch Geld. Und was es natürlich noch bringt, und das ist auch etwas, was man bedenken darf, weniger Verkehr hier in dem Bereich, wenn nämlich jetzt nicht 30 LKWs hier unterwegs sind, die die ganze Zeit irgendwelchen Schnullifax durch die Gegend transportieren, oder halt Kohle, von mir ist auch Kohlen, die sind dann auch nicht auf der Straße, die sind dann weg. Das heißt, der Platz ist da für Busse, für Nahrungsmitteltransporte, für Chemietransporter, solche Sachen. Ne? Das muss man dann auch in dem Aspekt mitsehen. Und natürlich ist das, ja, die Entwicklung halt eben auch in diesem Bereich ist dann natürlich nicht zu verachten, was wir da sozusagen dann eigentlich von der Straße wegholen. Und das jetzt, und jetzt bin ich mal gerade tagespolitisch, oder beziehungsweise jetzt, heute kriege ich, werde ich mal ein bisschen, aber ich muss hier persönlich sagen, ich verstehe es nicht, warum so viele Waren im Individualverkehr mit dem LKW über so viele 100 Kilometer quer durch Deutschland heizen müssen. Das ist mir zu hoch. Also ich persönlich würde liebend gerne zum Beispiel wesentlich mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Also Bahnfahren ist jetzt so, ja, gut. Manchmal hat man halt Schwierigkeiten mit, wenn denn der Zug halt mal wieder der Meinung ist, er müsste nicht pünktlich kommen. Oder die Eisenbahn dann sagt so, mein Gott, nee, trollololol, heute fährt kein Zug oder so. Nee, also machen sie es ja nicht. Aber so in der Art halt einfach, wo man dann sagen kann, Mensch, warum geht es denn nicht einfach? Warum? Man steht denn da und sagt man sich so, zum Beispiel ich. Persönlich, jetzt ganz persönlich mein Problem ist, ich kann, und das ist wirklich so, ich kann leider nicht von meiner Heimatstadt hier, also wo ich jetzt wohne, mit dem Zug irgendwo hinfahren. Die Stadt hat 12.000 Einwohner, aber keinen Bahnhof. Und das finde ich schwierig, ganz schwierig. Also ich muss dann immer erst mit dem Bus los. Mit dem Bus fahre ich dann erstmal 20 Minuten im Optimalfall, ich glaube 30 Minuten dauert sogar die Fahrt, bis zu dem nächstbesten Bahnhof dann, ne? So, und dann sitzt du dann da am Bahnhof eine ganze Weile. Das ist alles nicht aufeinander abgestimmt und, ach, ist alles ganz schwierig. Also, sag mal, da habe ich jetzt hier, wo ich jetzt wohne, also, kannst du das sagen, ich wohne ja im Harz, aber, da hat man echt Schwierigkeiten. So, jetzt ist es aber auch nicht mehr schwer, ne? 12.000 Einwohner, Harz, kein Bahnhof. Naja, können nur drei Städte sein, oder vier. Aber, wie gesagt, also, das ist so nicht raten übrigens, werde ich nicht, ne? Das ist so mein Problem, was ich habe. Ich würde gerne, und das ist das nächste, wenn ich denn in meine alte Heimat möchte, da ist da gibt es nur noch Rufbusse. Da ist es wirklich so wenig, oh Gott, wir machen gar nichts im Spiel, ich quatsche hier bloß die ganze Zeit. Da sind nur noch Rufbusse, das ist wirklich nur Rufbusse. Ganz bitter. So. Jetzt haben wir natürlich sozusagen, ja, wie soll man das, wie wollen wir das jetzt anstellen? Wollen wir das hier als zentrales Lager für die Chemie machen und mit dem die Chemie verteilen? An den Standorten, wo wir Chemie brauchen. Denn hier brauchen auf jeden Fall Chemikalien ohne Ende, damit hier ein bisschen was läuft. Aber wir sehen schon, es hat sich schon ein bisschen Elektronik angesammelt hier.
Es sind 19 Tonnen Elektronik schon gebaut worden. Ui, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich nicht schlecht. Wo hole ich denn momentan die Elektronik her? Die hole ich momentan... Kauft die jeder für sie, jeder Laden für sich selber ein, ne? Oder? Ja, nee, dann mach ich nichts Zentrales. Also ich könnte jetzt... Könnte jetzt ein LKW eigentlich mal davon zu verdonnern, dass der quasi überall hinfährt und Elektronik abliefert. Bar Elektronik abliefern. Wieder zurückfahren, Elektronik holen. Hier abliefern. Oh, da kann überall was rein. Hier Elektronik abliefern. Ich nicht mehr. Doch, ich hab doch irgendwo Elektronikverteilung, oder? Kaufe ich die nicht hier in irgendein scheiß Haus hier ein? Nee, mach ich nicht. Ja, mach doch, dann wäre das jetzt wesentlich einfacher. Die das nämlich mit Elektronik vor die stopft. Gut. So, der hat ja hier Klamotten. Nee. Achso, das ist ja. Der kleine Laden, okay, da haben wir einen kleinen Laden. Dann haben wir hier noch einen kleinen Laden. Dann haben wir hier einen mittleren. Ne, das ist ein Kino. Dann haben wir da einen großen Laden. Dann haben wir noch ein Kino. Kinos haben wir echt jede Menge, ne? Hier ein Kino, da ein Kino, dort ein Kino, da ein Kino. Also vier Kinos in einer kleinen Stadt hier. Von 20.000 Einwohnern oder was ist es jetzt? 25.000? Nun gut. Hier haben wir 30 Tonnen Chemikalien rumfliegen. Und von hier aus werden sie ja dann weiter verkauft. Das ist ja Quark, ne? So, und hier ist ja auch Chemikalien quasi, die nur hier reingehen und dann werden sie weiter verkauft, ne? Und wenn du hier dann voll bist, mein LKWchen, dann fährst du in den Verkauf. So, und du bringst eine 5 Tonnen mechanische Komponente gerade weg. Mhm. Und der ist so langsam hier, den müssen wir mal austauschen. Alkoholfahrer. Der hält den ganzen Verkehr auf. Jetzt kommen die hier alle mit Kohle an. Schön. Es kommt immer regelmäßig Kohle an. Wie sieht's hier aus? Auch mit Stahl jetzt momentan. Oh, 110 Tonnen. Na gut, das kann verbessert werden, ne? Das kann wahrlich verbessert werden. Okay, also da habe ich aber auf jeden Fall schon mal Bock zu. Das muss ich sagen. Die Elektronikverteilung zu machen und die Chemieverteilung besser zu machen. Du brauchst Chemie, ne? Chemikalien, ja, und jetzt hast du die gekriegt. Chemikalien hat jetzt 1,5 Tonnen und die könnte natürlich noch bei uns hinter hinten mit hinbringen. Ne? Hm. Und zentrales Chemielager. Was brauche ich hier alles? Pflanzen und Chemikalien. Dann kann ich doch hier mehr Chemikalien zulassen. Dann machen wir das zum zentralen Chemielager. Dann lassen wir da die ganze Chemie mehr hinfahren. Und von da aus, was wir verteilen. Hinfahren lassen können wir es ja erstmal mit den LKWs. Und wenn wir es von da aus weiter verteilen. So, hier drauf. Da drauf. So, dahin. Ja, können wir hier hin verteilen. Hier müssen noch Chemikalien rein. Aber guck mal, hier elektronische Komponenten kommen, Elektronik kommt auch rein. Die Elektronik ist ja da. Das bringt ja nicht Elektronik, wenn ich die verkaufe. Das stimmt zwar. Upsala. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Hier, Ressourcen. Nee, da wollte ich auch nicht hin. Hä? Okay. Ah? Ah, hier. Bin ich jetzt so blöd? Wirtschaft und Handel. Hier, da wollte ich hin. Genau. Ja, elektronische Komponenten sind schon richtig schweineteuer und Elektronik, da kann man richtig Geld mit machen, ne? Nuklearfuel kann man natürlich auch richtig Geld machen. Ja, Chemikalien sind natürlich aber auch wirklich... Ja, da hat man noch weniger Arbeit mit, die Chemikalien, und dann... Also die raus... Das bringt ja richtig Geld, Chemikalien. Hui, die war... Holla die Waldfee, ne? Ja, die möchte ich deswegen auch nicht einkaufen. Okay. Also, aber... Gut, dann haben wir heute sozusagen eine Quasselrunde gehabt. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Viel gebaut wurde nicht. Das Distribution-Zentrum hier ist fertig. Das Verteilungszentrum, da können wir ein paar LKWs reinstellen. Und dann müssen wir jetzt eigentlich mal sagen, okay, das Ding kommt da rein. Das Ding kommt da rein. Entladen. Kann ich da noch sagen mit was?
Du, du sollst dich B-Laden, nicht entladen. B-Laden, nicht entladen. Kann man hier noch irgendwie sagen, welche Ware oder so? Chemieanlage. So, die Chemieanlage und die Chemieanlage nehme ich dann rein. So. Ah, Disco-Musik geht schon wieder an hier. Gut, das muss ich dann hier drin entladen, beziehungsweise da drin entladen. Ich kann nicht, kann ich nicht wählen, welcher Stoff. Wieso kann ich Ihnen das jetzt hier nicht sagen? Entladen, da Chemie liefern, okay. Na gut, ich meine Chemie anladen, kriegst du nur Chemie aufgeladen, ne? All Destination Buildings. Wenn weniger als 80% im Lager ist, soll was hingebracht werden. So. Und dann muss ich noch, oh, muss ich noch eine Entladenstation, muss ich noch machen? Muss ja da auch noch welche liefern, ne? Oder nehmen wir da das Gebäude? Die Kombinat. Ich nehme das noch mit dazu. Entladen. Gut. Und dann haben wir den Export erstmal aus. So, du bist. Warte mal. Ein Gebäude brennt. Busplattform klein. Ah ja. Feuerwehr. Oh, da haben wir hier einen. Ah, ja, da kommt sie schon. Die ist schon auf dem Weg. Sehr schön. Kann auch mit ein bisschen Gas fahren. Brennt jetzt einfach die Busplattform ab. Gut. Also, das haben wir schon mal zumindest einsortiert. Jetzt müsste ich hier sagen, die angebundenen LKWs. Dieser hier. Soll ein neues Zuhause kriegen. Und zwar das da. Chemieanlage. Alle Bundeshunde Fahrzeuge. Der hier. Chemie unterwegs. Neues Zuhause. Das hier. So, der fährt denn da in dem Auftrag von dem durch die Gegend. Feuer ist gelöscht. So. Hier haben wir den abgedeckt. Neues Zuhause. Dieses hier. Und dann haben wir hier von dir noch. Abgedeckt. Auch ein bisschen. Okay, neues Zuhause. Das hier. So, jetzt müssten die eigentlich alle erstmal dahin fahren, wahrscheinlich. Um sich durchzuorientieren. Jetzt könnte es theoretisch irgendwie. Das müssen wir jetzt natürlich extrem beobachten, wie das jetzt hier mit der Chemie funktioniert. Aber hier, sag ich mal, lasse ich dann einfach mal ein bisschen mehr Chemie zu. Und ein bisschen weniger elektronische Komponenten. Und noch ein bisschen weniger Kunststoffe. So, dann kann hier 40 Tonnen Chemie erstmal reingefahren werden. Oder halt eben 70% von 40 Tonnen, aber das sollte trotzdem erstmal genug sein. Dass jetzt nicht unbedingt alles in den Export geht. Und noch lieber wäre mir, wenn ich die Dinger hier auch austauschen könnte gegen die hier. Weil der ist deutlich schneller als der MZ04, ne? Obwohl 88 zu 92. Und kann er transportieren. 3 Tonnen. Ah, 3,9 Tonnen. Na gut, der hat natürlich schon ein bisschen mehr Transportkapazität. Aber gut. Lassen wir jetzt erstmal so. Feuer ist gelöscht. Sehr schön. Die Busplattform kann weiterleben. Alles klar. Gut, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Also, dann haben wir zumindest das hier noch ein bisschen eingebaut oder umgetauscht, dass die jetzt hier dann fahren können. Theoretisch hätte ich auch hier rangehen können, aber dann, na gut. Also, wir können hier beladen und dann nehmen wir hier die Chemie mit. Was hat er jetzt hier drauf? Er hat 3 Tonnen Chemie drauf, die bringt er natürlich erstmal hier rein. Also jetzt müsste dieses Lager hier natürlich so langsam sicher überlaufen, beziehungsweise hier müsste jetzt immer wieder Chemie ankommen, welches uns dann auch Elektronik bringt und die ganzen Werke hier am Laufen hält. Und dann müssen wir natürlich dann mal die Elektronik jetzt noch denn von hier aus verbringen, von diesem Lager aus.
die Elektronik dann in die Shops verbringen und eventuell dann auch etwas verkaufen davon. Das wäre natürlich sozusagen das Optimum, wenn wir dann auch noch ein bisschen was verkauft kriegen von der Elektronik, weil dann lohnt sich diese Produktionskette hier bestimmt auch sehr gut. Alles klar. Bis denn. Tschüss.